Ein herzliches Hallo von mir an euch. Ich weiß nicht, wie euch das Format gefällt, aber ich mag es tatsächlich, euch meine allerersten Runden mit einem für mich neuen Killer zu zeigen. Deshalb mache ich das heute auch mit dem Doktor. Und wundert euch nicht, das ist eine Aufnahme aus dem Stream, denn ich habe im Stream kurzerhand mit meinen Zuschauern entschieden, dass wir einfach mal den Doktor spielen. Und hier zeige ich euch jetzt das Ergebnis meiner Killerrunde. Ich wünsche euch viel Spaß und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Okay, die Map ist nicht so groß. M2 ist Schocktherapie und Steuerung ist statisches Feld. Cool, und drüben ist korrupte Intervention gerade am Start. Ich habe Überladen dabei, das heißt, ich muss Generatoren treten. Wow. Oh. Hallo. Okay, also M2 kann ich erst loslassen. Ah, ich muss M. Hä? M2 muss ich gar nicht loslassen. M2, wenn die Leiste voll ist, schockt der einfach. Okay, gut zu wissen. So, ich muss den Doktor jetzt erstmal kennenlernen. Erste Runde, Doktor. Frage ist, sind die jetzt drüben bei den Generatoren? Da. Er wird gerade gerettet. Ich gehe mal Richtung Keller. So, aber ich will mal versuchen, ob ich jemanden wahnsinnig bekomme. Ich bin voll böse, oder? Ich wollte sie einfach nur wahnsinnig machen. Weil ich glaube, ich habe doch dieses Add-on mit, dass Leute, die wahnsinnig sind und abgehakt werden, die lassen dann so einen Spannungsstoß frei. Aber ich muss Generatoren treten. Ich habe Überladen dabei. Das will ich nutzen. Ich gehe mal hier hinten und blaste. Wie machen die das? Oh. Boah, wie oft man schocken kann. Ich gehe mal den Generator treten. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann den gar nicht treten, weil der schon komplett auf Null ist. Der Ashley ist hier. So, da hinten. Hey, warum ist der immun?
Okay, das ist zu weit weg. Das ist. Haha, er konnte nicht durchs Fenster. Jetzt hat er sein Dead Heart gewastet. Ich bin ein böser Doktor. Bist du sicher, dass du ihn retten möchtest? Bin ich zu nah dran oder warum schreien die nicht? Warum schreit nur er? Hab ich irgendwas nicht verstanden? War ich zu nah bei der Clodie? Wenn man gute Nachbarn hat, hat man viel gewonnen auf jeden Fall. Ich muss sagen, bis auf die Müllpolizei im Haus. Bis auf die Müllpolizei bei mir im Haus bin ich auch ganz glücklich mit meinen Nachbarn. Jetzt geht's. Aber der ist doch noch gar nicht auf Wahnsinn 3. Aber er schreit nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, ich verstehe den Doktor noch nicht ganz. Hast du Dead Heart? Du guckst immer so nach hinten. Komisch. Oder das ist aktuell ein bisschen verbuggt. Als Surf schreie ich auch manchmal nicht und verstehe es nicht. Ja, das war halt voll komisch. Er war ja nicht außer Reichweite. Ich weiß nicht, ob ich zu nah war. Ich kann Überladen gar nicht richtig nutzen. Die machen keine Generatoren. Für mich gerade ein bisschen schlecht. Schade. Oh, schade. Also, ich treffe mit meinem Blast. Da sitzt jemand. Er schlägt. Ich treffe mit meinem Blast niemanden. Aber jetzt kann ich Überladen draufpacken. Wo ist der hin? Hinter den Hügel? Ich lass ihn mal retten. Ich fühle mich gerade echt ein bisschen schlecht. Schon wieder geht es nicht. Ich kann ihn irgendwie auf dem freien Feld nicht. Jetzt. Oh, er ist wahnsinnig. Er läuft gebückt. Ich verstehe es nicht. Warum geht das manchmal nicht? Hat das einen Cooldown? Aber wenn das einen Cooldown hat, wieso kann ich dann so oft schocken? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Da ist jemand näher unter Ashley.
Ach, das geht nicht, weil die oben war, ne? Oder so. Ashley war links, rechts. Ich weiß nicht, ich schock einfach mal ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob wieso und das nicht geht. Ha! Das war gut. Sie konnte nicht durchs Fenster, aber ich weiß auch nicht, ob sie jetzt schon tot ist. Da war der Ashley schon wieder. Er konnte wieder kurz nicht durchs Fenster, aber ich bin halt außenrum. Ashley. Oh, hallo Klödi. Ich sag grad noch, ich schock mal ein bisschen weniger. Ja, ich drücke M2. Also M2 ist der normale Schock. Also M2 ist das. Und Steuerung ist dieses große, dieser Blast. Hallo, Claudia. Und der lässt halt automatisch los. Also... wenn ich M2 vorher loslasse, dann schockt er nicht. Und wenn ich M2 einfach gedrückt halte, dann schockt der automatisch. Also dann geht der Schock halt los quasi. Aber das hat. Sie hat auch nicht aufgeschrien. Das ist der. Das ist Steuerung. Okay, das war meine erste Runde mit dem Doktor. Oh. Genau, dieses mit Steuerung, das lädt sich auf, da dieser rote Balken. Aber dieses M2, die Schocktherapie, die kann ich eigentlich immer machen. Aber die schreien nicht immer. Ich weiß nicht warum. GG. Dankeschön. Meine erste Runde mit dem Doktor. Aber klingt das jetzt falsch, wenn ich sage, ich hätte gern stärkere Mates gehabt? Ich glaube, die waren ein bisschen demoralisiert, als sie gesehen haben, dass ich ein Doktor bin. Ich meine, ich kann es verstehen. Wenn ich sehe, ich spiele gegen den Doktor, habe ich auch keine Lust mehr auf die Runde. Danke für die GGs. Aber ich hätte mir so ein paar stärkere Gegner gewünscht, vielleicht. Aber ich, ja. Es werden noch ein paar Doktorrunden folgen, wo ich nicht so gut bin. Von daher passt es schon. Und ich habe die Aufgabe fertig.